Heute in der neuen Pixel-Show News zu Ghost of Tsushima, News zu PS Plus im August, News zu Cyberpunk, Spam und zu etwas Neues zu Splinter Cell. Und natürlich eure Kommentare zum Thema der Woche PS4-Support. Also los geht's! Und damit hallo und willkommen zur Pixel-Show 299, dem wöchentlichen PlayStation und Games-Magazin. Nächste Ausgabe übrigens, 300. Ausgabe und so. Das wird schön, glaube ich. Jetzt geht's gleich los mit den News und einem herzlichen Dankeschön an meine Mitglieder hier auf YouTube. Könnt das Ganze auch gerne auch supporten, wenn ihr mögt. Jetzt geht's aber erstmal los mit Ghost of Tsushima, wie eingangs erwähnt. Es wurde ein kleiner Rekord bekannt gegeben. 2,4 Millionen Verkäufe in den ersten 3 Tagen. Und damit ist es, als Achtung, das hoffe ich, kriege ich zusammen, die am schnellsten verkaufte neue Exklusivmarke von Sony auf der PS4. Ja, ich weiß, das ist sehr, sehr spezieller Rekord eigentlich, aber es ist so, dass sich das Ding sehr, sehr gut verkauft hat. Und eben so schnell wie noch nie, wie keine andere neue Marke von Sony bisher. Natürlich haben sich Spiele beispielsweise wie Last of Us oder auch God of War am Anfang schneller verkauft. Allerdings war das ja keine neue Marke, sondern die waren ja quasi Nachfolger oder neue Teile. Deshalb ist das wieder alles irgendwie, ja, ein bisschen relativiert alles und ein bisschen sehr speziell und auch ein bisschen schöne Rederei. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das Ghost of Tsushima in Japan ausverkauft ist. Ja, der Ghost of Tsushima kommt extrem gut an in Japan, was irgendwie logisch erscheint, aber auch, wobei ich das auch so nicht erwartet habe, einfach deswegen, weil es ein westliches Spiel eigentlich ist. Das ist ja, kommt ja von Sucker Punch und das sind ja ein amerikanisches Studium und die, und da ist ja ungewohnt, dass die quasi ein Spiel in Japan machen. Und wie gesagt, es ist halt teils ausverkauft und zwar auch deswegen natürlich, weil Japaner sehr gerne Spiele immer noch auf Disc kaufen und jetzt müssen Discs nachproduziert werden. Es müssen neue Exemplare verkauft werden, beziehungsweise produziert werden und dann verkauft werden. Sony Japan sagt auch schon so, Leute, kauft euch gerne das Ding auch im PlayStation Store, weil da gibt es es direkt, weil dazu muss man die Leute natürlich aufrufen. Und das Spiel ist auch in Japan, wie gesagt, sehr, sehr gut angekommen. Es steht hier, dass die erste Schätzungen sprechen von 212.915 Einheiten in der ersten Woche, was für Japan recht gut, ziemlich, ziemlich gut ist. Und besser als Death Stranding in Japan ist das angekommen zumindest. Und obendrein beim führenden japanischen Magazin Famitsu hat Ghost of Tsushima sogar die perfekte Wertung abgestaubt, nämlich 40 von 40. Außerdem gibt es auch Lob von der Konkurrenz, nämlich Toshihiro Nagoshi, das ist der Produzent der berühmten Yakuza-Serie, lobt das Spiel in den höchsten Tönen und sagt sogar, ja, das ist eigentlich so ein geniales Spiel, das hätte eigentlich schon von dem japanischen Studio kommen müssen. Und es ist quasi traurig, dass quasi nicht ein japanisches Studio das so etwas produziert hat, sondern dass quasi uns der Westen quasi sagt, zeigt, wie so ein Spiel funktionieren kann oder soll. Das hat er letztens bei einem Sega-Livestream verlautbaren lassen. Hier ist der Herr im Bild. Und an sich lobt er auch sehr, sehr viele Details im Spiel, die vorkommen. Und zwar jetzt eben nicht nur grafisch, sondern auch eben so Kleinigkeiten, die er einfach sehr schön findet. Ich denke auch, dass da lässt er sich auch garantiert inspirieren für die nächsten Spiele der Yakuza-Reihe. Es geht weiter mit Cyberpunk und da gibt es eine kleine Warnung, denn es gehen aktuell Spam-Mails herum, die nicht von CD Projekt Red kommen. Die behaupten, dass es eine Beta gäbe zu Cyberpunk. Also für den Fall, dass ihr eine Mail bekommt, dass ihr jetzt einen Beta-Zugang kriegen könnt zu Cyberpunk 2077, das ist nicht echt, das ist Fake und das ist eine Spam-Mail. Und wie gesagt, die Hersteller warnen davor. Sie werden, wenn sie euch anschreiben, immer von einer cdprojektred.com-Adresse euch anschreiben und nicht von irgendeiner Fremden. Und das ist auch nicht, dasselbe gilt übrigens auch, dass aktuell Content Creator damit angeschrieben werden mit dieser Spam-Mail, dass sie eben jetzt hiermit Zugang kriegen würden. Allerdings ist das einfach nur eine Falle. Also aufpassen. Weiter geht's zu Splinter Cell. Da wird es eine Anime-Serie geben. Das ist so völlig bescheuert. Wir warten ja Jahre auf ein neues Splinter Cell-Spiel. Ja? Wir kriegen keins, aber stattdessen kommt eine Anime-Serie, die dann auf Netflix kommen wird.
ja, das ist jetzt gut und schlecht, weil, wie gesagt, ich hätte lieber schon ein Spiel, beziehungsweise hoffentlich gibt es halt doch noch ein Spiel. Eine Serifizierung, gibt es das Wort? Nee, also, dass man daraus eine Serie macht, finde ich gut. Ich hätte nur gedacht, das wird, wenn, dann eine Realserie. Aber, naja, als Anime-Serie kann ich es mir gar nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren wird, aber es wird auf jeden Fall kommen. Es gibt noch keinen Termin. Es ist bisher da abgesegnet, dass zwei Staffeln kommen mit insgesamt 16 Episoden und das eben das Ganze eben auf Netflix. Es geht weiter mit den PS Plus-Spielen im August. Und da ist zumindest ein ziemlicher Brecher dabei und ein ziemlich spaßiges Spiel. Wir haben eben ab 4. August, beziehungsweise jetzt eigentlich schon, zwei neue Spiele für PS Plus-Mitglieder, nämlich Fall Guys und Call of Duty Modern Warfare 2, die Kampagne. Das hier ist Fall Guys und das ist quasi Takeshis Castle, das Spiel. So kann man sich das vorstellen. Das Ganze online und komplett in bescheuerten Minispielchen bekämpft man sich hier online. Und das ist sehr, sehr albern und das könnte sogar Spaß machen. Was ebenso Spaß macht, hoffentlich, ist Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign, also die Kampagne, und zwar Remastered. Die gibt's gratis und die gibt's jetzt schon. Die ist jetzt schon raus. Während Fall Guys kommt erst am 4. August. Und das ist aktuell ein bisschen durcheinander, weil sich teilweise die Termine überlagern vor dem Juli-Spielen. Es ist aktuell so, die Modern Warfare 2 kriegt ihr jetzt schon kostenlos für PS Plus. NBA vom letzten Monat gibt es auch immer noch kostenlos. Tomb Raider steht auch noch drin, Erika auch. Aber Fall Guys kommt erst am 4. August und dafür fallen die älteren Titel jetzt wieder raus. Ist ein bisschen kompliziert das Ganze, ich weiß. Aber es ist, ihr müsst einfach, checkt einfach, dass ihr da kein Spiel verpasst, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Call of Duty Modern Warfare 2, habe ich Bock drauf, da werde ich auf jeden Fall mal reinspielen. So, das mal aus dem Store. Weil ansonsten gab es diesmal relativ wenig Interessantes an Neuerscheinungen, einige Indie-Spiele, die aber nicht wirklich so interessant sind. Schauen wir lieber mal, was auf dem Kanal sich getan hat. Da gibt es einiges. Zunächst mal gab es endlich mal wieder ein Billig-Willigs, hat Frau Pixel aufgenommen mit SnowRunner, das gibt es im Angebot. Dann ein Video, das ich schon länger in Planung hatte, und zwar, was ihr wissen müsst, wenn ihr einen YouTube-Kanal startet, beziehungsweise was interessant ist zu wissen, wenn man mit YouTube anfangen will. Ist nie zu spät, damit anzufangen, aber vielleicht gibt es ein paar interessante Dinge, die ihr vielleicht und Infos, die ihr vielleicht wissen solltet. Was noch ein schönes Video, behaupte ich mal, ist On the Road. Und zwar ein Truck Simulator, den gibt es aktuell für den PC und der kommt für PS4 raus. Leute, der kommt für PS4 raus und vielleicht wird es der erste gute Truck Simulator auf der PS4. Gucken wir mal. Und auf der Xbox übrigens auch. Außerdem gab es ein Video noch zum neuen DLC vom Bus-Simulator, nämlich den Mercedes-Benz DLC-Pack. Bus-DLC, ich weiß nicht, wie es heißt, auf jeden Fall. Mercedes-Busse, drei neue Mercedes-Busse für den Bus-Simulator, da könnt ihr natürlich auch gerne reinschauen. Außerdem gab es noch ein Gewinnspiel, meine lieben Leute, und zwar ein Gewinnspiel vom Feelbelt, den Gürtel, den Force Feedback Gürtel zum Umstellen. Da gab es ein großes Gewinnspiel auf Instagram und ja, haben wir jetzt einen Gewinner, nämlich It's May Here ist der Gewinner, beziehungsweise in dem Fall die Gewinnerin. Wird auf jeden Fall benachrichtigt, auch vom Hersteller und ja, Glückwunsch dazu. Und ja, nächstes Gewinnspiel, Leute, kommt auch bald bestimmt. Jetzt kommt noch etwas, was mir wichtig ist und was auch für euch wichtig ist, und zwar es geht um das Thema Diskussionen auf dem Kanal und Kanalrichtlinien. So, wir haben nämlich teilweise schon wieder einige, ich sag mal, hitzige Diskussionen gehabt untereinander und ihr kennt mich ja, ich bin ja immer jemand, der Diskussionen befürwortet, allerdings solange sie eben sachlich bleiben. Also, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben hier grundsätzlich eine sehr, sehr schöne Community, eine sehr, sehr friedliche, eine sehr, sehr positiv gestimmte Community, will ich mal sagen. Da gibt's, ich sage jetzt mal auf YouTube, andere Communities, die teils deutlich, deutlich toxischer sind. Und das Schöne ist jetzt an der Pixel-Community, die zum einen, ich sage jetzt mal, die meisten Leute sind absolut coole Leute, mit denen man super diskutieren kann und auch mit denen und Meinungen austauschen kann. Und da dann natürlich das Ganze wächst, die Community wächst, ja, also es wird immer mehr.
Kommen natürlich auch zwischendurch Leute rein, die vielleicht, ich sage es mal, querdenken und die kontroverse Meinungen haben und die vielleicht auch nicht wirklich, teilweise hier nichts verloren haben. Das muss ich leider auch sagen. Gibt es einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil an Leuten. Es gibt ja einige, die auch schon bestimmte Dinge fordern, beziehungsweise sich wünschen, dass einiges passiert in Sachen Moderation auf dem Kanal, unter anderem MacPlaudy und der Max und Dr. Bravestone. Und ihr habt da, ich sag jetzt mal, teilweise recht. Und ich weiß, dass ich einiges tun muss in Sachen Moderation, beziehungsweise in Sachen Community. Aber seid versichert, es wird bereits ziemlich viel moderiert im Hintergrund. Und das merkt ihr nämlich gar nicht. Es gibt nämlich sehr viele Kommentare, die einfach direkt auch rausgefiltert werden, weil die einfach nichts zu suchen haben auf dem Kanal. Und das ist das Schöne, dass ihr das gar nicht mitbekommt, dass da irgendwas vonstatten geht. Es gibt dann immer wieder natürlich bestimmte Fälle, wo man sich überlegen muss oder abwägen muss. Nichtsdestotrotz, Leute, wird es jetzt ab sofort Kanalrichtlinien geben. Die müssen wir machen. Die sollten eigentlich selbstverständlich sein, für euch sowieso. Das heißt, die meisten von euch, die halten das sowieso schon ein, aber ich möchte es trotzdem nochmal genau aufschlüsseln. Ich habe das Ganze auch unten in der Videobeschreibung drin, dann könnt ihr das genau angucken. Und wir gehen das jetzt nochmal auf jeden Fall erstmal durch. Und zwar, was wir möchten auf dem Kanal, ist ein respektvoller Umgang. Das ist mal super wichtig, ja. Also eine sachliche Argumentation untereinander, ja. Das Akzeptieren anderer Meinungen, ja, predige ich auch schon seit Monaten und Jahren. Leute haben andere Meinungen und es gibt vielleicht auch die Fanboys und es gibt die Fanboys, aber ihr müsst einfach sagen, okay, der ist halt Fanboy von was anderem, okay, aber ich eben nicht. Und dann dahin eingehen natürlich eine adäquate Ausdrucksweise. Ja, wenn jemand euch dumm anlabert, solltet ihr nicht dumm zurücklabern, sondern ihm klar machen, dass er vielleicht auch im Unrecht ist, aber sachlich. Ja, das ist eben, sonst begebt ihr euch quasi in dieselbe Schublade wie derjenige. Und das wollt ihr definitiv nicht. Ja, ihr wollt da eigentlich, wenn dann eigentlich schon, ich sage jetzt mal, drüber stehen über den, über irgendwelche emotionalen Kisten. Ich denke, so erwachsen seid ihr. Wie gesagt, ihr tauscht euch da gerne aus und ich weiß, dass einige Leute oder viele Leute unter anderem nicht kompatibel sind. Das ist klar. Manche haben da ganz strikt so eine Meinung, andere haben strikt so eine Meinung und da kommt man nie auf einen Konsens. Und klar, wir beobachten das Ganze natürlich, auch die Diskussionen, und die dürfen auf keinen Fall ausarten, sonst wird es entsprechend moderiert, ausgeblendet oder im Notfall derjenige auch geblockt. Zum anderen, ihr selber könnt nötigenfalls User blocken, dass ihr die nicht mehr seht. Für den Fall, dass ihr so angefressen seid und ihr euch so drüber ärgert. Denn dazu, nein, jetzt kommen wir nämlich gleich zu den Dingen, die wir nicht dulden auf dem Kanal. Das sind Feindseligkeiten, Herabwürdigungen, abwertende Bemerkungen, also alles gegenüber anderen natürlich, Beschimpfungen, Drohungen, Beleidigungen, klar, herablassende Äußerungen, das ist im Grunde ganz ähnlich, was schon die oberen Stichworte sagen. Nicht prüfbare Unterstellungen oder Verdächtigungen, das ist auch ganz wichtig. Und üble Nachrede. Ehrenbeleidigung, Verleumdung, Verhetzung. Bewusste Provokation wird auch nicht geduldet. Und vor allen Dingen nicht Diskriminierung und Diffamierung. Und nicht zuletzt natürlich, ganz wichtig, rassistische, sexistische, frauenfeindliche, homophobe, ausländerfeindliche, antisemitische oder andere menschenfeindliche Kommentare werden hier nicht geduldet. Und haben hier nichts verloren. Und darunter zählen auch beispielsweise eben Schimpfwörter, doppeldeutige obszöne Sprache und so weiter, Inhalte, die für Minderjährige nicht geeignet sind und anstößig sein könnten, weil natürlich ist Pixel Connect möglichst natürlich ein Kanal für alle. Ja. Ebenso solltet ihr keine personenbezogenen Daten von Dritten einfach veröffentlichen. Das ist nämlich auch in Sachen Datenschutz super kritisch und da könnt ihr ganz schnell Ärger kriegen. User, die wiederholt gegen Kanalrichtlinien verstoßen, werden für den Kanal gesperrt. Die ausführlichen Richtlinien gibt es online, könnt ihr auch eben unten in der Videobeschreibung euch nochmal genau angucken. Dies gibt es quasi in ausführlicher Form dann nochmal. Das ist nur die Kurzversion, ja. Also Leute, ich hoffe, wir können da weiterhin sachlich kommentieren und diskutieren. Jetzt aber zum Thema der Woche, meine lieben Leute. Und das Thema der Woche ist diesmal, wie lange wird die PS4 supported? Was meint ihr dazu? Und habt ihr schön geantwortet und eure Meinung kundgetan. Es geht dann nämlich um die Frage, ja, jetzt kommt aber die PS5 und wie lange wird denn dann die PS4 noch supported? Und da habt ihr teilweise teilweise krasse Analysen drin schon. Schauen wir mal rein. Der Defliman meint,
Ich glaube, dass spätestens Ende 21 die PS4 nicht mehr supported wird. Bereits jetzt merkt man Horizon 2 mit Horizon 2 Forbidden West und Resident Evil Village etc., dass die Entwickler schon komplett auf die neue Hardware setzen. Ja. Das ist auf jeden Fall gut möglich. Markus schreibt, ich kann mir vorstellen, dass es abhängig davon ist, wie gut sie die PS5 verkaufen wird. Ich gehe aber davon aus, dass Sony die PS4 mindestens bis 2023 oder eher 24, 25 supporten wird. Aber erst jetzt einen Artikel gelesen, habe ich dir auf Twitter geschickt, aus dem vorgeht, dass die PS4 noch lange nicht am Ende ist. Ja, es sind natürlich auch oft offizielle Aussagen, die das sagen, weil Sony natürlich will, dass die PS4 möglichst lange weiterhin bestehen bleibt, weil aktuell ist die PS4 natürlich auch eine gute Einnahmequelle letztlich. Der Thorsten meint, PS4 bis zum Sommer würde es dir noch gehen, also nächsten Sommer wahrscheinlich meinst du. Der Marco meint, ich denke, nach 4 Jahren verschwinden so nach und nach die PS4 Slim und Pro aus den Läden. PS4-Spiele werden dadurch, dass man sie auch auf der PS5 spielen kann, ein längeres Dasein haben. Ich denke, PS4-Spiele wird es vereinzelt 2028 neu in den Läden geben. Also bis 28 meinst du. So, Rudis Eltern meint, ich denke, bis 3 bis 4 Jahren ist Schluss. Da hat man die PS4 einfach zu wenig, da hat die PS4 einfach zu wenig Leistung. Natürlich wäre es noch besser, wenn die noch bis 21 unterstützt wird, dass sie die Next Gen ausbremst. Warum das besser ist? Da man auch auf die schwache PS4 schauen muss. Das muss ja eher Microsoft eigentlich mit ihrer Xbox. Aber das ist ja auch wieder ein komplett eigenes Thema für die Pixel 5 Show. Der Daniel schreibt, ich denke, nachdem die PS5 verschieden ist, wird man die PS4 ungefähr ein Jahr später nicht mehr produzieren. Ich mache mir mehr Sorgen, wie sie das mit den Discs der PS4 halten oder werden die alsbald alles auf digital und Downloads umstellen. Ich schätze, in circa 10 Jahren wird es keine CDs mehr geben und wir alle müssen unsere Spiele im Store downloaden und sind von Lizenzen abhängig. Richtig, ja, also das sehe ich auch das Problem überhaupt Digitalisierung, was am PC eigentlich schon komplett vollzogen worden ist, weil da ist ja, Discs sind dort tot eigentlich. Aber ja, es wird uns wahrscheinlich auf der Konsole auch so ähnlich erwarten. Tipp fürs Abo-Special, hast du noch alte Videogame-Werbungen? Das ist eine lustige Idee, muss ich mir merken. Gamos-Check. Ich denke mal ähnlich wie mit PS3, welcher 2017 eingestellt wurde und im März 2019 die PS Plus-Spiele für PS3. Ich gehe stark davon aus, dass 2023 und 2024 die PS4 eingestellt wird, aber vorher noch eine PS4 Pro Slim oder neue Revision erscheint und 2025 PS Plus-Spiele für PS4 eingestellt werden. Vorher aber, also so 2022 rum, PS Plus erweitert wird mit PlayStation Now, nennt sich dann PS Plus Plus für 100 Euro im Jahr. Ich weiß schon, du meinst, wo quasi alles drin ist. PS Plus, PS Now, oh Spotify, das wäre natürlich auch noch schön. Oder ein PS Plus All-in-One. Das ist, du kannst das ja echt mal an Sony pitchen, diese Ideen. Das ist ja echt schön ausgedacht schon mal. Für 150 Euro im Jahr mit inklusive Spotify. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Ja? Vielleicht bekommt PS Video dann auch noch ein Abo-Modell, möglich wäre es. Ja, stimmt, PlayStation Video, das ist ja das, was kaum einer guckt, glaube ich. Oder guckt ihr das? Dann, warum sollte Sony ihre PS4 so früh auch einstellen? Viele kaufen sich immer nur die Last-Gen-Konsole, sobald die Generation 2 Jahre auf dem Markt ist. Warum? Weil da meistens die alten Konsolen mit dem Preis massiv nach unten gehen und viele auch ihre alte Konsole verkaufen. Finde es aber gut, dass Sony immer ihre alten Konsolen mindestens 2 Jahre noch supporten. Ja, absolut. Jetzt kommt eine ziemlich gute Analyse noch vom Aroeris, der schreibt, gemessen an den PS3-Zeiträumen nach dem PS4-Erscheinen würden die letzten PS4-Spiele im Herbst 2023 erscheinen, die Produktion im Frühjahr 2024 eingestellt werden und im Herbst 2025 viele Spieleserver abgeschaltet sein. Das letzte Spiel mit PS Plus Anfang 2026 veröffentlicht werden und der Reparaturservice im Frühjahr 2026 eingestellt werden. Und deshalb, das sind quasi Rückschlüsse jetzt auch aus der Übergangszeit PS3, PS4. Da schreibst du eben, PS3 erschienen in Japan 11/2006, PS4 erschienen 11/2013, letzte PS3-Games kamen erst im September 2016 und PS3-Produktion 2017 erst war das. Serverabschaltung war 2018 so langsam bei der PS3 und letztes PS Plus Spiel war dann 2019, Reparaturservice eingestellt 2019 und die PS5 wird ja 2020 kommen, dann ist die Prognose, dass 2023 letzte Games, Produktion eingestellt 2024, Serverabschaltung 2025, letztes PS Plus Spiel 2026, Reparaturservice auch eingestellt 2026. Okay, das ist jetzt natürlich ab 2020 fiktiv berechnet, natürlich, aber klingt realistisch irgendwie, wenn das so ähnlich sich wirkt wie oder sein wird wie mit der PS3. Gucken wir mal. Fabian meinte, ich denke mal, dass die PS4 schon noch ihre 3 bis 5 Jahre auf jeden Fall supported wird.
Ja, Osmopolitan, ich denke, die PS4 wird noch 3 Jahre produziert und verkauft werden und da haben wahrscheinlich voll auf die Pro fokussiert. War bei der PS3 auch so, 7 Jahre aktiv, 3 Jahre passiv neben Next Gen. Sony hat damals auch bei der PS3 einen Konsolenzyklus von 10 Jahren angegeben. Sieht so aus, als würde es bei der PS4 genauso laufen. Bei den Games wird es wahrscheinlich noch nur noch kleinere Games und Multiplattformer wie FIFA, Call of Duty und Assassin's Creed. Ja, vor allen Dingen Multiplattform wird es viel, viel noch geben. MacL, ich hoffe sehr, dass die PS4 noch 2 bis 3 Jahre supported wird. Für mich gibt es doch einige Titel, die ich auf der PS4 spielen möchte. Und da ich ohnehin nicht der größte Grafikfetischist bin und auch noch keinen 4K-Bildschirm habe, hat es mit dem Kauf der PS5 noch ein bisschen Zeit. Zudem wird dann der Preis der PS5 mit zunehmender Zeit noch etwas fallen und ich muss nicht den vollen Startpreis zahlen. Ja, absolut richtig. Auch. Boss, ich glaube, die PS4 wird 3 bis 4 Jahre supported. Von Drittherstellern wie EA, Ubisoft, Activision, 2K. Ab 2024 überlegen Dritthersteller, ob sie die Games auf die alte Plattform bringen. Klar, am Anfang werden die Games nicht gut aussehen für Next Gen, aber nach 2 Jahren wird 60 FPS auf der Konsole Standard sein, weil diese Next Gen hat keinen Flaschenhals. PS5 und Xbox Series X haben beide SSD und haben extrem Power. Daher mache ich mir keine Sorgen, die Zukunft wird geil. Da freue ich mich extrem. Ach so schön. Ghostface, ich denke mir, wenn die PS5 kommt, dass die PS4 und Pro 3 bis 4 Jahre noch supported wird. Und zum letzten Wochenthema, Ghost of Tsushima finde ich mega, habe das Wochenthema leider verpasst. Alles gut. Dr. Alfons, erstmal, ich hasse die komplett. Was? PS4, ich hasse die komplett. Ich spiele wieder mehr PS3 und die wird so 45 Jahre, denke ich, noch laufen. Nein, 4 bis 5 Jahre. Okay. Psyana, wenn ich Sony wäre, würde ich die PS4 erst die Hälfte der PS5-Lebenszeit noch reparieren und auch noch Controller und die alten Spiele verkaufen, aber keine neuen PS4-Konsolen mehr herstellen. Ab der zweiten Lebenshälfte der PS5 würde ich dann auch alles einstellen und die PlayStation komplett den Gebrauchthändlern und Hackern und Homebrew-Entwicklern überlassen. Noch ein guter Plan, ja. Erik, ich denke, die PS4 wird noch die nächsten 2 bis 3 Jahre supported, bis dann alle eine PS5 besitzen werden. Wenn wir uns das bei der PS3 anschauen, war das auch so gewesen. Genau, haben wir vorhin schon gesehen. Gaming Cobra, denke, dass nach 3 Jahren Schluss ist bei der PS4 und da denke ich, dass bis dahin haben so viele eine PS5, dass die PS4 nicht mehr gebraucht wird. Christian, ich glaube noch 3 bis 4 Jahre, weil dann die Leistung fehlt und ich vermute, dass auch in 3 bis 4 Jahren die PS5 Pro kommt. Silla der Killer, ich denke, die PS5, wenn die PS5 da ist, wird die PS4 bestimmt noch 2 bis 3 Jahre supported. Joe meint, ich denke, bis Mitte 21 kommen noch neue Spiele für PS4, danach wegen der Leistung nur noch sehr wenige. Kuchiha, zum Thema beim letzten Mal, das ist hier noch reingerutscht, ja. Das waren alles Demos. Frage mich immer noch, warum Leute darauf rumhacken. Bei Gran Turismo 7 gab es ebenfalls Einbrüche, aber das Spiel wird natürlich in höchsten Tönen gelobt. Gut, dass du Bezug nehmen auf das letzte Video, wo ich es nicht weiß. Wichtiger ist ein Kommentar: PlayStation 4 wird noch lange leben, schätze sogar bis zu 4 Jahren. Ist halt eine geile Konsolengeneration gewesen. Bloodgod meint auch 4 bis 5 Jahre auf jeden Fall noch. Und Sablo meint, ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis die PS4, nicht lange dauern wird, dass die PS4 supported wird, weil man jetzt überlegt, was Software angeht, in 21 zumindest, was wir wissen, Far Cry 6, einzige Titel, der noch auf PS4 kommt. Der Rest kommt gefühlt mehr nicht mehr für PS4, wie Resi 8 oder Horizon 2. Beyond Good and Evil rechne ich auch nicht mehr für PS4, genauso wie Starfield. GTA 6, niemals auf PS4, ja. Nächstes Spiel von Naughty Dog, Insomniac oder God of War machen. Ja, ist ja ganz krass, 2020 war das letzte große Jahr für PS4 und Xbox One. Danach alles nur noch auf neue Konsolen, also die Spiele. Würde mich nicht wundern, wenn Elden Ring auch nicht mehr für PS4 kommt. Ja, da hört man ja sowieso gar nichts mehr drüber. Genauso wie mit Beyond Good and Evil, du schreibst es ja auch. Dann Biomutant hört man auch nichts mehr. Ich weiß auch nicht, ich verstehe es auch nicht, weil es war ja schon mal spielbar. Da gab es schon eine spielbare Version davon. Hat man jetzt auch nichts mehr gehört, zu oft verschoben, ja. Und von Sony wurde gesagt, dass die PS4 2 Jahre noch supported wird in Sachen Games, aber ganz ehrlich, wenn GTA 6 nicht mehr für PS4 oder Resi 8 nicht mehr dann ist klar, dass es eine Lüge ist. Wobei, ganz ehrlich, GTA 6 sind wir so, sind wir noch ganz, ganz weit weg, bis das kommt. Dann schreibst du, aber ich bin ehrlich, bin nicht sauer darüber, wenn 2021 werde ich eh die PS5 kaufen und Need for Speed wird 21, habe ich auch vergessen, das wird auch nicht mehr für PS4 kommen, genau wie das nächste Battlefield. Ich wette, das nächste Need for Speed war definitiv kommen für PS4. Auch das 21 noch erscheint. Hundertprozentig, behaupte ich. Wochenthema Vorschlag hast du noch? Welche Spiele wir noch für PS4 kaufen, bevor wir auf PS5 umswitchen? Auch für Xbox gilt das. Ja, das ist auch auf jeden Fall eine Idee. Dann haben wir das Wochenthema durch und wir machen nächstes Wochenthema. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Ausgabe ist die 299. und die nächste Ausgabe ist die 300. Das heißt, wir haben so ein bisschen ein Jubiläum und deshalb würde ich gerne als nächstes Wochenthema die Pixel-Show machen.
bisschen selbstreferenziell diesmal. Also sprich, 300 Ausgaben mit meinem Pixel Show. Wird mich interessieren, da würde mich interessieren, was habt ihr aus der Pixel Show mitnehmen können? Wie hat euch die gefallen? Wie kann man die verbessern? Was ist daran gut? Was gefällt euch dran? Ist die hilfreich? Oder was interessiert euch da? Oder interessiert ihr euch nicht? Kann auch sein. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Unter dem Kennwort Pixel-Doppelpunkt. Ganz simpel. Bin mal gespannt, was ihr dazu zu schreiben und zu sagen habt. Wie geht gleich rüber zur Fragerunde und euren Fragen. Und da gilt auch, schreibt einfach eure Frage mit dem entsprechenden Schlagwort und Doppelpunkt einfach in die Kommentare rein. Der Fabian hat eine Systemfrage, und zwar, was ist der Unterschied zwischen einer PS4-Party und Discord, den sich ja viele auf PS5 wünschen. Was eine PS4-Party ist, weiß ich zwar, aber ich kenne mich mit Discord nicht aus. Wäre nett von mir, Vor- und Nachteile zu nennen, und falls es welche gibt. Ja, also es ist ja so. Also die PS4-Party ist ja quasi ein Bestandteil des Sony-Netzwerks. Das heißt, das läuft auch nur auf PS4-Konsole, das Ganze. Ein Party-Chat. Zwar spielübergreifend, aber nur auf PS4 spielen. Discord ist quasi übergreifender. Discord ist ja quasi ein Fremdservice, nenne ich es jetzt mal, von eben einem anderen Hersteller, wo man genauso chatten kann und das sehr viele Leute vor allen Dingen auch im PC-Bereich nutzen, weil sie sich damit besser eben mit Kumpels absprechen bzw. nebenbei chatten können, und zwar auch komplett plattformunabhängig. Der große Vorteil ist, dass Discord ja nicht nur zum Chatten da ist, es gibt ja auch Videochats zum Beispiel, also nicht nur Voice-Chats, sondern auch Videochat, und natürlich, es gibt große Server nennt man das, wo sich Gleichgesinnte treffen können, quasi wie ein Forum, wo man auch sich untereinander austauschen kann, auch per Textnachrichten. Und Discord ist relativ verbreitet, auch jetzt systemübergreifend gesehen, und deswegen ist das eigentlich ein System, wo man fast nicht drum rumkommt. Zumindest jetzt am PC, auf Konsole kann man drüber streiten natürlich, aber es ist zumindest eine schöne Ergänzung, wenn man es vielleicht auch noch hat. Hardware-Fragen. Der Markus fragt, wie stehst du zu PS4-Controllern von Drittherstellern wie SCUF, Nacon und so weiter? Haben die bessere Qualität als die Original-Controller? Kannst du was empfehlen? Ich wollte habe mir erst gedacht, ich muss mal wieder ein Video machen drüber. Und zwar vor allen Dingen, ja, weil ich auch gerade mal wieder mit meinem SCUF-Controller spiele und feststelle, oh, die Qualität nimmt aber mal ganz stark ab. Also mir ist zum Beispiel eins der Paddles schon abgebrochen. Und nein, das war Materialermüdung und nicht irgendwie Rage. Und die Sticks nutzen sich ab. Und das beim SCUF-Controller, die ja eigentlich qualitativ noch relativ gut sind. Bei Nacon und so weiter, die benutze ich nicht so häufig. Aber da gibt es auch hier und da technische Probleme. Also Fakt ist, dass der normale Standard-PS4-Controller tatsächlich eigentlich am längsten hält inzwischen. In der Anfangszeit nicht, wegen den Analog-Sticks gab es ja Probleme und dem Akku. Inzwischen ist das jetzt aber eigentlich alles gut. Und an sich würde ich aktuell empfehlen, Standard-Controller und das Rücktastenansatzstück, wenn ihr ein bisschen besser mehr Kontrolle haben wollt in den Spielen. An sich bin ich trotzdem schon noch ein bisschen Fan von den SCUF-Controllern, trotz Qualitätsmängeln, weil man die eben schön konfigurieren kann und die halt einen unglaublich guten Grip haben. Also die Sticks genauso wie die Unterschalen. Und eben die Paddles sind einfach, finde ich, eigentlich die besten Paddles, die es gibt. Abgesehen davon, dass sie halt abreißen nach einer Zeit, beziehungsweise qualitätsmäßig halt alles nicht gerade gut ist. Ja, hoffe, das hilft ein bisschen weiter. Wir kommen zu einem Spielekommentar, beziehungsweise einem Kommentar von Dr. Bravestone. Und zwar nochmal zu Ghost of Tsushima vom letzten Mal. Ghost of Tsushima ist mehr Assassin's Creed, als es Assassin's Creed jemals sein wird. Ubisoft entwickelt nur noch Rotz mit dem Gedanken, dass es eh verkauft wird. Ja. Es gibt viele Meinungen. Ich denke auch, Tsushima ist extrem ähnlich zu Assassin's Creed. Und dummerweise kann jetzt natürlich Ubisoft kein Assassin's Creed Japan mehr machen. Weil das gibt es ja jetzt im Grunde schon. Und da sind wir schon bei den allgemeinen Kommentaren. Der Max schreibt, zum Thema als allgemein: Thomas, ich sag dir ja öfters, was mir sehr gefällt oder was mir auch nicht gefällt, aber ich muss mal echt was loswerden, wie sehr sich dein Kanal gemacht hat. Diese Qualitätssteigerung bei Thumbnails, Audio, Video, Bild und Rechercheaufwand ist echt klasse und absolut überdurchschnittlich. Trotz all dem bist du deiner Linie treu geblieben und beantwortest immer noch zig Kommentare und diskutierst auch gerne konstruktiv mit deinen Zuschauern. So, wenn sie auch eine ganz andere Meinung haben als du. Ich will auch Frau Pixel loben, sie trägt ja nicht einen nicht geringen Teil mit. Find's toll, dass ihr beide da so dran arbeitet. Was ich noch sagen will, danke. Dein Zuschauer der ersten Tage und glückliches Mitglied, Max. Vielen lieben Dank, Max, für den Kommentar. Hat mich echt gefreut. Und
Ja, es hat sich in den letzten Monaten einiges getan auf dem Kanal auch. Ich sage jetzt mal qualitätsmäßig, da will ich natürlich ein bisschen mehr, ein bisschen besser werden. Also man, mit dem YouTube-Kanal will man sowieso immer, immer besser werden, als man ist. Weil sonst hat man Stillstand und Stillstand ist nie gut. Man macht immer irgendwie, man muss irgendwie immer besser werden. Und das versuche ich jetzt auch ein bisschen dahingehend zu, ein bisschen zumindest zu pushen. Und da Frau Pixel mit an Bord ist, können wir da zu zweit auch ein bisschen mehr stemmen dahingehend und auch ein bisschen mehr bieten. Und ich hoffe, das kommt bei euch an. Ja. Das war auf jeden Fall, ja, hoffen wir mal. Dann haben wir vom Eiskiller noch eine Frage. Würdest du auch Livestreams mit Retro-Games machen? Ja, habe ich schon gemacht. Wir hatten schon PS2, wir hatten schon PS1, wir hatten schon C64. Das wird immer eine spontane Kiste. Nintendo 64 steht auch auf meiner Liste, genauso Dreamcast wurde schon sehr häufig verlangt, auch dass ich das mal wieder mache. Und ich habe die Konsolen da und weitgehend sind die auch noch funktionabel. Funktionabel ist gar kein Wort, aber es macht ja nichts. Die sind funktionierend, die meisten davon noch. Und deswegen habe ich da auf jeden Fall wieder Bock drauf, wenn es mal reinpasst. Es wird immer dann spontan, aber ja. Dann, der Dominik hat noch einen Kommentar. Ich nörgel nur ungern, aber diese übertriebenen S- und Zischlaute sind unerträglich. Vielleicht liegt das an Soundeinstellungen. Ich habe, was ich nicht habe beim Mikrofon, ist ein Popschutz oder Plopschutz, je nachdem, wie man den nennt. Aber ich dachte eigentlich, dass das Audio okay ist, weil ich checke das ja vorher, auch wenn ich es zusammenschneide, auch über Kopfhörer. Und da ist es bei mir eigentlich okay. Ich habe natürlich ein Sound-Setup, das ich drüber lege über meinen Audioton, damit das noch ein bisschen druckvoller und ein bisschen besser rüberkommt. Ich höre mir das aber mal genauer an, aber ihr könnt gerne auch euer Feedback da lassen, was ihr dazu sagt. Und damit sind wir eigentlich schon durch. Wir haben jetzt noch einige Kommentare zum PS5, die allerdings hier am falschen Platz sind, Leute. PS5-Fragen machen wir in der Pixel 5-Show am Sonntag. Und deshalb sind die Fragen, die hier teilweise drin sind, machen wir eben in der Pixel 5-Show, meine lieben Leute. Die werden rübergehen. Und ja, damit sind wir am Ende, meine lieben Leute, der heutigen Pixel-Show 299. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war hilfreich. Und ich hoffe, wir können natürlich auch in Sachen Community hier wieder uns irgendwie einen, sage ich mal. Ja? Dass wir eben eine schöne, starke Community haben. Weil, hey, das Gaming verbindet uns ja alle schließlich. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, wie auch immer. Viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Bis dahin.